Hey, Babe. Das ist deine Krawatte für den Probebrunch am Freitag. Findest du die in Koralle oder in Lachs schöner? Dass du das Leben wählst. Sind beide schön. Und du und dein Samenleben. Dass ihr den Herrn, Babe, euren Gott. Was ist los? Koralle oder lieber Lachs? Welche findest du besser? Ich finde Koralle schöner. Ja, das wollte ich auch ganz sagen. Das ist dein Leben und dein langes Leben. Okay, Koralle. Okay. Du in dem Land. Also Koralle. Dass der Herr. Das wird ein besonderer Tag. Nick, was geht? Perfekter. Dreckscheiße mit Grandma, ha? Huh? Ja. Eine alte Frau wird einfach so gekillt, scheiße. Nick, sie hatte Krebs. Wir werden die Wahrheit nie erfahren. Wir kennen die Wahrheit genau. Ja. Grandma hatte seit 10 Jahren Krebs. Alles klar. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite, Grandma. Was soll denn das? Ich wollte nur mal... Ausgerechnet jetzt? Hey, reiß dich gefälligst zusammen. Mein Dad und meine zukünftige Frau stehen quasi direkt neben uns. Zukünftige? Ist hier noch ein Kerl? Nein. Was ist das? Hm? Was machst du denn? Ich will nur... Fuck, bist du gerade high? Nein, das ist kein... Das ist eine E-Zigarette. Da ist ein bisschen Gras drin, aber es ist eine E-Zigarette. Werd erwachsen, Mann. Was soll denn das? Werd erwachsen? Wie erwachsen bist du denn? Hörst du jetzt Schlagermedleys in deinem Volvo? Spielst du Squash mit deinen verblödeten Geschäftspartnern? Nein. Trefft ihr euch mit befreundeten Paaren auf ein halbes Glas Weißwein und macht dann Quizduell-Orgien? Jason? Ich verstehe nicht, warum du nach Florida fahren musst. Wir haben sie doch gerade erst beerdigt. Deine Großmutter und ich waren jedes Jahr zu der Zeit da. Mir scheint, dass alles zu knapp wird mit dem Probebrunch am Freitag. Oh, ich flipp gleich aus. Ich weiß. Kannst du meinen Wagen nehmen, Schatz? Ich brauch den großen für den Wein. Jetzt lass uns in deine Muschikarre springen, dann verpissen wir uns. Hey, wir fahren nach Daytona. Habt ihr vielleicht Lust, mitzukommen? Ein paar Babys in uns reinzufeiern? Heilige Scheiße, wir fahren nicht nach Daytona. Willst du mich verarschen? Omas Beerdigung war erst gestern. Sie sagte mir auf dem Sterbebett, genieß die Zeit, die dir bleibt. Hey, Opa. Hat er zu Ihnen gerade Opa gesagt? Was soll der Scheiß? Würdest du mir den netterweise holen? Du warst noch nie beim Spring Break? Nein. Hey, jede Dritte hier hat Herpes. Auch wenn man es nicht sieht. Ups, das passiert mir sonst nie. Echt? Mir passiert das nämlich dauernd. Daytona Beach! Warum seid ihr in Daytona Beach? Wir fahren nur durch. Sie ist nicht die Richtige. Wenn du sie heiratest, wirst du dein ganzes Leben verschlafen. Ich sehe das so. Das ist unsere letzte Chance. Party, bis ihr schwanger seid! Okay, alle auf den Boden! Das ist Crack. Ich hab Crack geraucht? Ja, und zwar richtig viel. Ich hab Crack geraucht! Ich bin dir wirklich dankbar, dass du es für mich tust, Jason. Bist du etwa nackt? So schläft man am besten. Oh mein Gott! Ich will, dass du mir den BH aufreißt, als wäre er dein Rentenbescheid. Und jetzt fummel an mir herum, als würdest du deine Brille suchen. Gefunden! Ich komm schön! Das größte Geschenk, das ein Enkel seinem Großvater machen kann, ist eine heiße Studentin, die Sex mit ihm haben will, bevor er stirbt. Tja, die meisten Großväter wollen einfach nur Pralinen. Oder Socken.